Hallo, holde Mike Zombie. Warnung. Willkommen in unserer Fabrik. Das letzte Mal haben wir gelernt, wir stellen eigentlich gar nichts her. Und heute sind wir in der Robotik. Immer noch zusammen mit Zombie, meinem Lieblingsbruder. Wir kümmern uns nur um Logistik in der Firma. Dann haben wir jetzt Roboter, die sich um Logistik kümmern im nächsten Raum oder wie? Ja, ist Robotik. Also machen wir einfach nur Strom verlegen und die machen alles für uns. Oder wir bauen einen. Also, bauen die Minibots. Okay, das ist schon cool. Aber legen wir die dann einfach nur aufs Fließband? Ja, wahrscheinlich, oder? Nee, ich denke schon, die werden irgendwie automatisch zusammengesetzt. Wir haben hier Rolldinger, eine Batterie, eine Kamera und natürlich auch ein Puck. Nein. Gib mir die Teile. Oh, okay, jawohl. Ich wollte gerade sagen, als ob nichts kaputt gegangen ist bei unserer Anwesenheit, aber oh, was Gott. Ist das? Komm mal zusammen. Das ist ein Seifenspender, das ist ein Desinfektions... Weiß nicht, was das ist, was du da hast. Auf jeden Fall, ja, sind wir anscheinend eine sehr fortschrittliche Firma. Alter, das ist aber ein bisschen gefährlich, dass die durch die Laufwege hier wir müssen hier die Vorlagen reinlegen. Oder was? Ja, müssen wir. Ach so, der Erste macht es schon, weil das erkennt. Dann legst du die Batterie rein, dann checkt er, ich bin Roboter, muss Super Batterien greifen. Batterien werden draufgelegt. Batterie eingesetzt. Naja. Also da habe ich schon bessere Arbeit ja, gesehen. Ja, aber der Stempler macht es gleich. Guck, warte, zack. Ah ja, aber das Max hat es noch gefehlt. Irgendwie ist es ein bisschen out of sync, aber ein paar kommen durch. Das ist ja das Wichtigste. Der Rest wird weggeworfen. Wissen wir dafür ein lustiges Auto? Hallo? Kannst oh Gottes Willen. Hilfe! Hier unten wurde was verschüttet. Ich entferne das. Da ist ein roter Knopf zum Anlegen. Hallo? Warte. Oh, ich habe den roten Knopf. Fährt der Roboter nicht raus jetzt? Nö, anscheinend im Notfall kannst du den roten Knopf auf meinem Rücken drücken. Okay, also wir haben Batterien, wir haben so ein Kameramodul, was auf den Roboter draufgesetzt wird. Und hier ist das falsch, guck mal. Der macht jetzt einen Kreis. Hä? Oder nicht? Achso, nee, wir müssen, ich glaube, da muss das so ein Reifen. Wir müssen das hier austauschen, guck. Genau, da drüben. Genau, das habe ich mir auch gedacht. So, und dann werden die greifen, und genau, jetzt hier rüber greifen. Davor hat es einfach nur auf die andere Seite gehalten. Und dann werden die gleich wieder zusammengestempelt zu einem Roboter mit Kamera und Batterie. Und Stempel. Als ob, die Sachen wurden zusammengesetzt. So, okay. Und hier oben wird noch gar nichts hergestellt. Doch, da wird was hergestellt, aber es wird gerade weggeworfen. Guck mal, hier aufhören wegzuwerfen und dafür hier rübergreifen. Fährt, denn wir müssen das, glaube ich, auch wegschubsen lassen. Ah, das muss noch da oben hin. Oh, ein Gemälde. Gold. Ja, dann beendet sich das Level jetzt gleich von alleine. So, okay, jetzt wird es rübergeschoben, dann greift es der Roboter, dann wird es gestempelt. Und dann kommen die Fertigen da unten an. Ja, das war es dann ja schon wirklich. Hä? Also müssen die halt dann die Fertigen rausziehen. Dann werden die geladen und dann fahren. Ah, hier ist der Knopf. Der Knopf? Ach, zum Schieben! Warte, schieb mich mit. Feuer! Ja, cool. Fahren die selbstständig auf ihre... Ja, okay. Was Alter, war denn das für ein cooles Level? Staubsauger-Roboter. Das war ja insane. Ja, mein Staubsauger-Roboter ist irgendwie kaputt, Hallo? Weil ich ihn nicht mehr mit dem Handy perren kann. Guck mal, der hat da voll viel Spaß, der eine. Ja. Den können wir durch die Wand pushen. Mach kurz weiter. Ja. Okay, ich hab vorne. Ich drück den Knopf hier oben. Zack. Jawohl. Ja, ach, nice. Guck mal, so hätte man auch direkt einen gehabt. So hätte man zwei von Anfang an gehabt. Hui. Zombie? Hilfe. Geht's dir gut? Ah. Ja. Nicht ganz gut. Okay, gab's hier noch irgendwas zum Anziehen? Die schnelle Methode wäre wahrscheinlich gewesen, den runterzuschieben und irgendwie den von unten rechts hier hochzubringen. Ach so, aber das wäre so eine S-Challenge, meinst du? Ja, dann muss man halt nicht auf das Zusammenbauen warten. Aber boah, aber das war jetzt cool an dem Level. Bei der Treppe hier glitzert, unter der Treppe da. Ah ja. Aber der ist nicht... Okay, schon mehr kontrolliert. Tragen. Bibub, ich bin ein Alien. Ein Weltraumhelm. Willkommen in meiner Roboterwelt. Oh, fast weggefahren. Da, auf dem Fließband. Ja, das hole ich mir. Dann kannst du komplett... Dann bin ich der Knopfi und du bist der Schweißer. Ah ja, hier habe ich so eine Schürze mit so einem Schraubenschlüssel. Die kenne ich, die muss ich benutzen. Ich habe mal ein Praktikum in der Schlosserei gemacht. Zum Schneiden deiner Videos. Oder du machst ihm mit Schweißbrenner seine Videos. Nee, beim Flexen musste ich die nehmen. Bibub, helfen wir weiter. Im Marketing. Ich bin ein Roboter, Bibub. Ich bin ein Alien, Bibub. So. Aliens machen Roboter. 702 Level haben wir schon gespielt, auch wie die Zeit vergeht. Ich habe am Anfang in der Uni nie verstanden, warum die so nummeriert sind. Also was heißt, ich habe es direkt am Anfang verstanden, dann habe ich gedacht, oh Alter, der Anfang zeigt einfach die Etage an. Das ist einfach genial. Laserpointer. Versorge die Ladestation mit Strom. 6 Ladestationen. Okay. Das stimmt, aber ich glaube, in meiner Uni war es auch so mit den Zahlen. Genau, ist ja auch ultra schlau. Oh Gottes Willen. Du laserst den weg. Alter, sogar mit Spiegel. Und dann drehe ich den Spiegel zur nächsten hin. Hä, dann ist die erste doch nicht mehr versorgt. Hä? Hä, klar. Das ist... Oder, warte. Müssen wir die hier versorgen? Hä?
Hä? Warte. Ach, wir müssen alle. Ach so, sobald alle. Okay. Heißt, wir müssen den Spiegel benutzen, um zum nächsten zu gehen. Ja, perfekt. Und jetzt im nächsten Bereich müssen wir. Ah, guck mal, da an der Wand ist ein Spiegel. Ja. So. Und dann. Ja, warte, dann ziehe ich den Spiegel da unten für dich. Hä, welcher Spiegel? Ah, da. Genau. Okay, und dann der nächste und dann immer so, weiter. Oh, das ist den cool. Oben. Danach geht's hier hin und das war's schon für den Raum. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Alter, dieser Raum hier ist ja in sehr groß. Oh, guck mal, du kannst auch ein Alien sein. Nee, ich möchte mich von dir unterscheiden. Okay, dann bin ich jetzt ein blauer Alien. Hallo? Hallo? Verstörung. Zum Bett gibt es nicht her. Laser ihn mal okay. An. Oh Gott. Hat scheinbar funktioniert. Seine Augen. Ich glaube, ich muss hier gerade rüber schießen. Ich glaube, ich muss so hier auf das zielen und das dann gerade machen. Ungefähr so oder so. Gibt's hier? Oh, Zombie! Ups. Der Spiegel ist kaputt. Zombie? Nein, ich erhitze das! 160.000 Schaden! 120.000 Schaden! 300.000! Zombie freut sich einfach nur! Über die Zerstörung! Was habe ich alles kaputt gemacht? Gut gemacht, nicht mal da draußen ist eins ausgegangen. Es sind immer noch zwei aktiv. Ich habe einfach 500.000 Schaden gemacht, ohne was davon zu sehen. Ach, dein Spiegel hat einen Riss? Ja, nee. Aber anscheinend funktioniert er trotzdem. Ich hoffe, das ist so richtig, aber es wirkt ganz richtig. So, hier müsste noch ein Spiegel irgendwo sein, oder? Oder haben wir nur einen? Da draußen steht einer. Ups. Nicht das coole Molekül. Wer weiß, was für ein Molekül das ist, gerne in die Kommentare. So, ja, also du machst ja die komplette untere Reihe, das ist ja ultra cool. Ja. Wir haben ja halt den hier noch komplett frei, den können wir irgendwo hin drin. Irgendwie. Die Kisten können wir wegmachen. Ja, so und dann müsst ihr den von da irgendwie so schräg rüber lenken oder so. Ja. Ich kann es aber da so ein bisschen gegenschieben. Ja, drehen. Noch ein bisschen. Ja. Oh. Ja, das war gut. Zu weit. Oh ja. Ein kleinen Tick. Oh, okay, jetzt ist gar nicht mehr da. Und das war anscheinend viel zu weit. Ich hab's bald. Warte, ich geh schon mal mit dem Spiegel hier durch. Den brauchen wir ja vielleicht noch irgendwo anders. Aha. Sehr gut. Und wir haben einen Spiegel sogar gespart. Das heißt, den können wir hier benutzen, falls wir ihn brauchen. Ah, guck mal, das sind Prismen. Das ist ja cool. Prismen, Laserzeit. Prismen. Alter, okay, alles klar. Du schießt halt auch in die anderen Räume bei mir. Was zur Hölle? Ja, aber es fehlt ein Punkt. Bei dir, ja, aber den können wir ja manuell holen. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier drüben. Aber der Raum ist noch nicht fertig. Ist er nicht? Doch, oder? Nee, leuchtet noch nicht. Hä, ja, aber was fehlt denn? Ach, da, bei mir fehlt einer. Auch einer. Ich hab gedacht, die werden gerade aktiv. Oh. Was war das? Du hast nochmal ins Prisma geschossen. Ja. Alles klar. Boah, eine Million Laser. Das ist sehr hell. Gut, und dann fehlt nur noch hier unten. Oh, hier ist ein Spiegel, der umgefallen ist. Den kannst du aufstellen. Warte, muss ich dann... Okay. Ja, passt schon so. Oh, aber wenn wir hier drauf lasern würden, würden wir ein kleines Brot bekommen. Ja, können wir ja machen. Ach, das Wasser kocht dann bestimmt und dann sprudelst du über oder so. Nö, okay. Dann müssen wir die gute alte Taktik verwenden. Die hier. Oh, was? Die ist sehr gefährlich, weil die auch die Spiegel wegschieben kann. Ah, das ist... Warte, was? Guck mal, man kann mich aufdrehen. Oh, Spielzeug-Dado. Ja, Spielzeug-Dado. Okay, ist irgendwo was ausgegangen oder fehlt es noch eine? Oben ein rechts, Raum müsste noch fehlen. Da, genau, da wo es so dunkel ist. Okay, haben wir hier noch einen Spiegel oder haben wir alle verbraucht? Ah ja, hier oben ist noch einer. Oh, guck mal, das ist eine Tesla-Spule. Ja, irgendwie kann man hier das Zeug bestimmt an... Ach, da ist der Laser. Da im Raum. Eigentlich müsste es doch direkt alles aktivieren, oder? Nee, okay. Wir müssen von jeder Seite einmal drauf lasern. Ja, ich mache erstmal die obere Spiegelwand daran, das sollte hier gehen. Genau, oder dann, damit sind dann rückwärts alle an. Und dann muss ich hier gerade zurück. Genau, und ich muss... Und da auf der Seite zurück und dann haben wir es. Ja, sehr gut. Ja. Da steht ein Typ im Weg. Mensch, hallo. Den habe ich da hingeschoben. Echt? Ja. Ach, guck mal, jetzt gehen die... Gut Job. Du hast ausgemacht, wow, bevor unser Job beendet war. Oh, wie cool das aussieht. Ein W. Hey, das war wieder ein richtig cooles Level. Oh, der Schaden, fast 500.000. Das war einfach ein Ding, was ich am Anfang aktiviert habe. Also ich muss sagen, ich verstehe auch nicht, warum es die Schadensumme gibt an Geld und Schaden zerstörter Objekte. Könnte die Summe nicht sein, umso höher, umso besser? Weißt du auch nicht. Naja, B-Menschen. Das finde ich gut. Die Robotik ist nice. Jetzt verstehe ich, warum unser Vater hier arbeitet. Hüpf, ich bin aufdrehbar. Ich nicht, hüpf. Moleküle. Oh, und das ist die DNA? Oh, das sind Roboter, die folgen diesen Markierungen. Oh. Leite die Mini-Roboter zu... Ach, und du kannst rote Farbe malen. Ja, und wir malen die einfach an und dann denken sie, ich folge die Farbe. Oh nein, wenn wir nicht vorsichtig sind. Dann gehen die einfach überlang.
Oh nein, jetzt habe ich den Weg zugemacht. Oh nein, jetzt müsste der Roboter nach hier drüben. Nein, Jamel! Oh, ist ihm einfach egal. Warte, aber wie? Hä, der hat den Weg einfach weggemacht. Oh, guck mal, der will zum Gemälde. Er versteht's. Warum will er zum Gemälde? Nee, ich glaube, der hängt einfach nur, der will um die Ecke fahren. So. Was sagst du jetzt, Roboter? Ja! Ach, der macht das sogar sauber. Das ist ein blauer Knopf. Nein, er fährt gleich drüber. Ah! Okay, jetzt kann er aufladen. Okay, vier Stück. Ja, okay, das ist ja easy, die Aufgabe, hä? Mal sogar sauber machen. Ah, wenn ich irgendwas falsch mache, kannst du mich korrigieren. So, hallo? Warum nimmst du nicht die vorgegebene rote Linie? Wo soll ich die nehmen? Rebell. Was machst du? Ich weiß nicht, zu welcher Ladestation der soll. Ja, runter wahrscheinlich. Hier. Aber immer weiter. Da. Aber warte, was macht er jetzt? Du hast ihn ja komplett verwirrt. Ich habe einfach nur deine Spur weggemacht, damit er nicht wieder hochfährt. Und was macht er jetzt? Jetzt hat er kein Zuhause mehr. Ja, du machst ihm einfach ein neues. Mach gerade hier schön viel Platz und alles sauber. Oh Gottes Willen, er ist komplett verbuggt. Okay. Nein, der war auf dem Kleber. Okay. War nicht verbuggt. Okay, ah, das sind sogar zwei so Stationen. Cool. So. Ja, hier ist so ein Tisch, den kann man wegmachen. Okay. Dann kann da ein Roboter unten durchfahren im Notfall. Was sind das hier auch für Kreise? Das wird hier immer schwieriger. Warte, Roboter, komm mal mit. Ich mach hier mal eine Spur hin und dann gucken wir, ob du da durchpasst. Schau mal, er hat einfach nur Spaß. Okay, links, nicht zurück. Links. Ja, jetzt passt du da durch. Ah, der könnte hier unten drunter durchpassen, wenn er da nicht durchpasst. Ja, da passt er nicht so durch. Ja. Doch, der macht das richtig. Der weiß genau, was er machen muss. Du weißt genau, was du machen musst. Ja, feiner Robby. Nein, nicht dahin. Du kannst ihn einfach reinschieben in der Theorie. Alter, willst du mich veräppeln? Das ist der dümmste Roboter der Welt. Robby, du gehst da jetzt zurück. Da ist ein blauer Roboterkopf, guck mal. Oder du kannst nicht ein Roboter sein. Oh, cool. Natürlich, lass ihn mal frei. Ja. Sehr gut. Hat ja nur 5 Minuten gebraucht. Oh, wo ist die letzte Ladestation da hinten? Wo ist der letzte Roboter? Ah, da. Also. Oh, er ist weg. Mini-Roboter 4 von 4, good job, haha. Ein B zum Empfang. Und wir wurden, komm schon, befördert. Ja, die Beförderungsstufe ist freigeschaltet. Reaktorkern freigeschaltet, das ist nicht gut, dass man es da hinlässt. Guck mal, es ist sogar Besichtigungsfenster. Wir haben sogar Zuschauer. Hallo Leute. Ja, wir gehen da jetzt rein. Wir sind der Sohn vom Chef, richtig. Wir machen das easy. Ja, das ist also der Reaktorkern. Oh, das ist so ein Dummy. Ach, da, ja. Ein Roboter, der... Oh nein. Roboter, Spiegel und Laser. Oh Gott. Alles drei auf einmal. Okay, ich fühle mich trotzdem geeignet für die Aufgabe. Ich gehe hier lang. Oh, wir landen hier beide unten im Reaktorkern. Willkommen. Okay, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen Roboter hier auf diese Felder bringen, glaube ich mal. Ja, damit wir sie drehen, damit die irgendwie was spiegeln für uns wahrscheinlich. Genau, heißt, wir brauchen erstmal so ein Mahlgerät, damit wir den Spiegelroboter da hinschicken können. Wir können da unten irgendwas zusammenbauen auch oder so? Hier ist auch ein Wischgerät, Zombie, aber bitte erstmal alles heilen lassen. Heute kein Wischi. Ups, schon ist was kaputt. Wo bin ich runtergedroppt? Jetzt halt die Frage, wo sind die anderen Roboter? Hier müssen wir noch einen Roboter herstellen. Guck mal, hier sind so Arme. Also hier da ist einer. Ja, warte, ich komm zu dir. Wollen wir einfach die Wand hier entfernen? Wir können hier auch Strom in der Theorie. Ach, wir können hier Strom anmachen. Und dann wird er vielleicht rübergelüpft. Gelüpft? So. Ja, jetzt musst du ihn da auf den Kreis bringen nochmal. Ja, kann aber gut sein, dass er verwirrt ist, weil der noch so ein Farbplex ist. Ja, dann hol ich mal den Wischi. Okay. Ah, ich hab ihn motiviert. Zack. Dann wird er weggehoben. An den nächsten Bereich. Jetzt fährt er da im Kreis. Oh, von hier aus kann ich... Nee, da muss er auch nochmal über was drüber gelüpft werden. Ach, guck mal, wenn wir hier Strom haben, dann wird der komplett rübergehoben. Ja, genau, das mache ich gerade. Also ich muss nach und nach alle anmachen. Erstmal den da. Komm schon. Greif. Nee. Hä, woher soll mir den Laser bekommen? Ah, da ist ein Spiegel. Guck mal. Hinter dem Ding. Ah. Alter. Da. Hast du das? Oh, sehr gut. Ja. Sind ein bisschen zu aktiv, die Roboter. Ja, ein bisschen arg zu aktiv. Die wollen alles. So, und von hier aus geht's dann hier nach drüben. Da. Dahin. Jetzt wird er gepackt. Oh, sehr gut. Rüber gedroppt. Gepackt. Er hat gar keinen Bock, er will direkt wegfahren. Gepackt. Rüber gedroppt. Auf die anderen Sachen drauf. Und jetzt? Ja. Komm, nimm die Spur. Ja, sehr gut. Lecker. Sehr gut, dann fährt er hier hin. Und der letzte, den habe ich gesehen, der ist auf der linken Seite. Oh, und hier müssen wir wieder genau dasselbe machen. Hier ist irgendwo ein Laser. Oh, guck mal, hier werden Prismen hergestellt. Wie nice ist denn das? Können wir die was brauchen? Ja, können wir.
Warte. Ach so, da müssen wir wahrscheinlich einfach so ein Prisma schnappen und hier dazwischen stellen. Genau. Folge dir. Rein sind schon mal an. Okay. Oh Gottes Willen. Das war ein kurzer Standbild. Ja. Ja, warte. Warte. So, jetzt. Oh. Ganz kurz hatten wir Strom. Aber es hat gereicht. Okay, und dann brauchen wir wieder so einen Wegmaler. Hä? Was macht der Roboter selbstständig? Ich habe nichts aufgemalt. Hä? Will. Freedom. Der will nach Hause, ja. Der schiebt den Roller die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, aber warum? Der Roller ist nicht aktiv. Ja, der macht halt trotzdem rote Farbe wahrscheinlich, wenn okay. Er sich bewegt. Er ist komplett verwirrt, Zombie. Er ist komplett lost. Nein. Er ist komplett lost. Ja, easy. Okay. Ja, sehr gut. Er weiß, wie ich male. Er kennt meine Wege. Oh. Okay. Oh, Robotik hat mich begeistert. Atomkraftwerk fertig. Ich stehe schon wieder im Weg. Good job, B. Okay. Schon wieder 8 Minuten. Ja, nice. Robotik abgeschlossen. Das heißt... Beim nächsten Mal mit GLP und... Nee, Manu kann das nicht. Wir haben es nochmal ausprobiert. Das geht einfach nicht. Manu, oh, okay. Manu hat einfach keinen Bock auf einen guten Job. Manu will einfach nicht befördert werden. Nö. Er will nur erben. Ja, beim nächsten Mal geht's zur Chefetage. Chefetage? Ja, Chefetage. Guck dir das an. Oh, was kommt danach? Leute. Penthouse? Guck mal, das ist ein Zauberhut. Was kommt danach? Danach kommt Penthouse. Oh, ja. Oh. Der Name ist ja bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.